Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie ganz herzlich heute hier an der Krippe der Kirche St. Katharina. Wir sind versammelt zur Feier der Christmette. Leider in diesem Jahr anders als geplant. Es wäre schöner gewesen, wir könnten hier in voller Gemeinde die Christmette wie in früheren Jahren begehen. Aber leider lässt es diese kritische Krankheit der Pandemie nicht zu. So haben wir uns dazu entschieden, heute die Christmette hier aufzunehmen in unserer Kirche und im Internet für Sie alle zugänglich zu machen. An der Krippe versammelt dürfen wir verkünden, heute ist euch der Heiland geboren, er ist Christus der Herr. Das ist die Botschaft der Engel an diesem Abend der Heiligen Nacht. Dazu hat Huub Oosterhuis, ein niederländischer Dichterpriester, ein Gedicht geschrieben. Da sagt er, in tiefer Nacht trifft uns die Kunde, der Lauf des Morgensterns beginnt. Ein Menschensohn ist uns geboren, Gott wird uns retten, heißt das Kind. Tut auf das Herz, glaubt euren Augen, vertraut euch dem Geschauten an, denn Gottes Wort stieg aus der Höhe und ist uns menschlich zugetan. Kein anderes Zeichen ist uns eigen, kein Licht in unserer Finsternis, als dieser Gott, mit dem wir leben, ein Gott, der unser Bruder ist. Singt eurem Gott, er hat in Jesus uns seine Liebe zuvertraut. So wird die Welt zur neuen Erde, bis alles Fleisch sein Heil erschaut. Und wie der Sohn mit seinem Segen in Brand und Licht als Bräutigam, so wird der Friedensfürst erscheinen, weil endlich seine Stunde kam. Er eint die Menschen, seine Liebe verbreitet sich von Mund zu Mund. Er hat uns seinen Leib gegeben, so feiern wir den neuen Bund. Das wollen wir zum Ausdruck bringen nun, die Freude über die Geburt Christi mit dem Lied »Es ist ein Ros entsprungen«. Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, dem heiligen Abend heute miteinander zu feiern, das ist eine Freude. Wie schön ist es, beschenkt zu werden und erst recht, wenn ich spüre, wir sind zusammengekommen heute, weil wir Beschenkte sind, von Gott beschenkt, mit einem völlig überraschenden und genau passenden Geschenk. Er schenkt sich selbst in seinem Sohn als kleines Kind. So etwas Liebes kann nur ihm einfallen. Deswegen herzlich willkommen zu seiner Geburtstagsfeier. Heute hören wir, wie es zu dieser Geburt Jesu kam. Und lassen wir uns von den Engeln singen und sagen, wer dieses Kind für uns ist, unser Menschenbruder und der ersehnte Messias. Ihn grüßen wir im Kyrie der Pastoralmesse von Ignaz Reimann.
Bitte Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria. Dass du in Jesus einer von uns wirst, unser Menschenbruder, der wahre Mitmensch für alle, die auf Erden leben. Lass uns ihm begegnen mit wachen Sinnen und offenem Herzen,
damit wir aufs Neue begreifen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns hineinziehen willst in deine alles verwandelnde Liebe. Lass uns erneut hören, was du selbst aus Engels- und Prophetenmund uns über den Messias sagst, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. Weihnachten feiern heißt, sich hineinfühlen in die Not und die Sehnsucht des Volkes Israel und die Verheißung hören, die dem schwer geprüften Volk gegeben ist. Also eine Verheißung, die in eine ähnliche Zeit hineingegangen ist wie der unsrige. Heißt Mitfieber, dass wirklich wahr wird, was Gott versprochen hat und was nur er versprechen kann. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Wir hören nun das Lied Noël von Charles-Adolphe Adam, gesungen von Heidi Gottschalk. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns vor der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Das Wort der frohen Botschaft stärke uns im Glauben und in der Liebe. Lob sei dir, Christus. Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, ist euch und Ihnen schon einmal aufgefallen, dass im vertrauten Weihnachtsevangelium kein Mensch auch nur ein einziges Wort spricht? Maria sagt kein Wort, Josef keins und das Jesuskind natürlich auch nicht. Auch die Hirten lassen zunächst kein Wort hören. Angesichts der Menschwerdung Gottes scheinen menschliche Worte fehl am Platz, hilflos zu sein, noch begrenzter als sonst. Da müssen Worte von Engeln her, um zur Sprache zu bringen, was im Stall von Bethlehem geschehen ist. So möchte ich heute in dieser feierlichen Christmette bei den Worten der Engel bei der Krippe verbleiben. Ich möchte sozusagen den Scheinwerfer auf die Engel bündeln. Mein staunender Blick führt weg von den vielen Spots der Advents- und Weihnachtszeit hin zu den geheimnisvollen Boten, die Himmel und Erde verbinden. Ich möchte diese Worte der Engel in die heutige Zeit hineinsprechen, weil wir sie so notwendig brauchen. Was sagen die Engel? Sie sagen: Fürchtet euch nicht. Das ist das erste Wort im Weihnachtsevangelium, gerichtet an die Hirten. Wir sind dankbar für diese Worte. Es gibt Bibelkenner, die sagen, dass das Wort "Fürchte dich nicht" genau 365 Mal in der Bibel steht. Dass es uns also für jeden Tag des Jahres zugesprochen ist. Jeden Tag neu. Fürchte dich nicht. Wir alle kennen Menschen, die von der Geißel der Angst geschlagen sind, die manchmal von ihrer Angst völlig niedergedrückt werden. Heute Morgen sprach ich noch mit einem solchen niedergedrückten Menschen. Das einfache Wort "Fürchte dich nicht" hilft da auch nicht sofort. So schnell und leicht geht es nicht. Und trotzdem wissen wir alle aus eigener Erfahrung, wie wohltuend es ist, wenn jemand in einer unsicheren oder gefährlichen und angstmachenden Situation hilfreich neben uns steht und leibhaftig spürbar macht: Hab keine Angst. Ich höre und lese immer wieder, der heutige Mensch habe viel mehr Selbstbewusstsein als frühere Generationen. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich nur daran denke, wie schnell uns Kommentare oder Bewertungen verunsichern oder aus der Bahn werfen. Deshalb ist die Botschaft der Engel von Bethlehem so wichtig. Mensch, du brauchst keine Angst zu haben. Selbst wenn du fällst, tiefer als in Gottes Hände kannst du nicht fallen. Wir spüren also, da ist eine Frohbotschaft statt der Drohbotschaft. Das ist der Grundtenor der Engel von Bethlehem. Es tut so wohl, Gutes zu hören, erst recht Gutes gesagt zu bekommen, vor allem in diesen Tagen, in denen wir alle niedergeschlagen sind, wegen der Sorgen um Krankheit und Ansteckung. Es befreit und erleichtert, von Freude zu hören, statt von Bosheit und List. Ich denke an die Worte einer Mutter, die mir schon vor Jahren am Ende der Vorbereitung ihres Kindes auf die Erstkommunion gesagt hat: Mein Junge hat sich in diesem Jahr so gut weiterentwickelt. Ich glaube auch deswegen, weil er in den Gruppenstunden so viel Gutes gehört hat und weil die ständige Zusage, dass Gott uns alle mag, in ihm ganz tief drinnen angekommen ist. Dass Gott Mensch wird, ist die beste Botschaft, ist der beste Beweis dafür, dass die Worte von Gottes Liebe nicht nur leeres Gerede sind, sondern handfeste, frohe Botschaft. Jedes neugeborene Kind, sagt eine Redensart, beweist, dass Gott gut von uns denkt, dass er uns Gutes zutraut.
Ich erzähle bewusst Gutes von anderen Menschen und verabschiede mich von Tratsch und Schimpfereien. Probieren Sie es aus, liebe Schwestern und Brüder, und Sie werden bald merken, dass Ihre eigene Lebensqualität damit zunimmt. Die der anderen erst recht. Ständig Böses zu hören und weiterzuerzählen, das nimmt der Seele den Atem. Das raubt uns die Luft. Heute hören wir von den Engeln. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Die Engel von Bethlehem träumen nicht von der guten alten Zeit. Sie vertrösten auch nicht auf irgendwann einmal. Nein, sie betonen das heute. Und damit auch die Verbindung zu mir. Heute, am 24. Dezember 2020, am Ende dieses eigenartigen Jahres, das die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Dieses Heute gehört zentral zur frohen Botschaft von Weihnachten und ist die Herausforderung des christlichen Glaubens. An einem konkreten Tag, in einem ganz konkreten Kind, wird Gott Mensch, wirklich und leibhaftig Mensch. Nicht nur in einer Idee oder als Mythos oder wie in den Märchen. Dieses Kind hat wie jedes Kind konkrete Bedürfnisse und braucht Windeln. Auch davon reden die Engel. Und es ist ihnen kein bisschen peinlich, Windeln sind sogar das Erkennungszeichen für das kleine Kind. Der Retter, den zu suchen die Engel aufrufen, ist also anders als die Retter, die man sich normalerweise wünscht. Und was ihn anders macht, das kann man auch daran ablesen, dass und wie Jesus im Evangelium mehrfach vom Heute spricht. In Nazareth wird er bei seiner ersten Predigt sagen, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Nämlich, dass Arme die frohe Botschaft hören und ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird. Beim Zöllner Zachäus wird er sich mit den Worten einladen, ich muss heute in diesem Haus bleiben. Beim anschließenden Festmahl betont er, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden. Das letzte heute im Lukas-Evangelium spricht Jesus zum Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt und um Verzeihung bittet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So zeigt sich der Retter, der Erlöser Jesus Christus. Er hat die Armen im Blick, die auf der schiefen Bahn sind und auch die, deren Leben vermurkst ist, damals und zu jeder Zeit. Die Kindheitserzählungen am Anfang des Lukas-Evangeliums und auch im Matthäus-Evangelium sind keine Sammlung frommer Anekdoten aus der Kindheit eines netten Jungen. Nein, hier werden im Erzählen hochtheologische Aussagen gemacht. Wie in einer Ouvertüre klingt konzentriert an, was das gesamte Evangelium von Jesus zu sagen weiß. Er ist der Christus, der Herr. Dieses Wort der Engel von Bethlehem ist kühn. Sie reden nicht vom Jesus, dem lieben Christkindlein. Nein, sie sagen, das seit Jahrhunderten ersehnte Ereignis, dass der Messias kommt, ist jetzt Realität. Und zwar in dem Menschen Jesus. In diesem gewöhnlichen Menschen, den Messias zu erkennen und zu glauben, ist mutig und heilsam, damals und heute. Zu glauben, dass dieser Mann aus Galiläa der Messias ist, ist eine echte Herausforderung, damals und heute. Da müssen Worte von Engeln her, um das zu erfassen und ins eigene Leben zu übernehmen. Christus heißt ja übersetzt der Gesalbte. Diese Würde behält er nicht gierig für sich, sondern verteilt sie auf alle Christinnen und Christen. In der Taufe und in der Firmung wurden wir alle Gesalbte. Gesalbt, seine Stimme zu sein, sein verlängerter Arm und am Wachsen des Gottesreiches mitzuwirken mit Herz, Kraft und Vollmacht.
Das bedeutet das Wort Herr. Für die letzten Engelsworte, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens, reicht ein einziger Engel nicht. Da muss ein großes himmlisches Heer kommen, um über den Hirtenfeldern und über alle Welt hinzurufen und zu singen, Gloria in excelsis Deo. So steht es auf vielen Weihnachtskrippen und Bildern, so wurde es hundertfach in festliche Musik umgesetzt. Sind diese Worte der Anbetung Gottes und vom Frieden auf Erden noch aktuell? Oder sollen wir sie besser als alte Träumereien ad acta legen? Wenn man die Welt anschaut, wie sie ist, haben die Engel von Bethlehem dann nicht falsch gesungen? Wie passen die Worte vom großen Lobpreis für Gott und vom Weltfrieden zusammen? Ich bin zutiefst überzeugt, wer Gott die Ehre gibt und sich dankbar vor Gott verneigt, der braucht sich nicht ständig wie ein eifersüchtiger Hahn zu benehmen. Er oder sie muss nicht ständig mit der Sorge leben, bin ich wohl besser als die anderen, der Beste, die Schönste, die Klügste und der Erfolgreichste? Weihnachten ist Gottes absolutes Friedensangebot an die Menschheit. Die Gabe der Weihnacht, nämlich Christus, heilt die einzelnen Menschen, heilt Völker, heilt alle, die Gottes Wohlgefallen erkennen und aufgreifen. Heilt auch die Menschen, die jetzt an Covid-19 erkrankt sind, weil sie wieder einen Halt brauchen, einen neuen psychischen Hintergrund, um auf die Beine im wahrsten Sinne des Wortes zu kommen. Und auch alle, die psychisch niedergeschlagen sind, brauchen diese Worte, dieses Angebot Gottes in dieser heiligen Nacht. Fürchtet euch nicht. Gut, dass wir heute wieder die Worte der Engel hören. Denn menschliche Worte reichen nicht aus, die Botschaft der Weihnacht zu verkünden. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist der Retter geboren. Er ist Christus der Herr. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Thank you.
Engel sagen Wunderbares. Ihnen trauen wir und bitten. Für alle, denen das Leben Angst macht, die sich vor Menschen fürchten müssen, weil Streit in der Familie und Nachbarschaft herrscht, weil Krieg und Terror toben, lass sie dein Engelswort, fürchtet euch nicht, hören und Versöhnung und Frieden erleben. Du Kind Gottes, erhöre uns. Für alle, die nichts und niemand haben, worauf sie sich freuen können. Für alle Einsamen und die, die keinen Hoffnungsschimmer sehen. Lass sie dein Engelswort, ich verkünde euch große Freude, hören und endlich wieder aufblicken. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Leben und Zukunft verbaut ist, die keinen Ausweg sehen in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Lage. Für alle, die sich vor dem Morgen fürchten, lass sie dein Engelswort, heute ist euch der Heiland geboren, hören und echte Hilfe erleben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die missbraucht werden, für alle, die nur als Arbeitskraft und Kostenfaktor gelten, deren Würde nicht gesehen wird, lass sie dein Engelswort, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, hören und endlich als geliebte Kinder Gottes gesehen werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die von der Kirche enttäuscht sind und von Christen tief verletzt wurden, für alle, denen jede Freude an Gott verdorben wurde, für alle, die noch nie Geschmack gefunden haben am Ewigen, lass sie dein Engelswort, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, hören und neu aufschauen zu Jesus. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, lass sie dem Jesus begegnen und dein erlösendes Engelswort hören. Er ist der Messias, der Herr. Wir bitten dich, erhöre uns. Weihnachten stellt alles Leben in ein neues Licht. Darauf bauen wir, dafür danken wir dir, treuer und liebender Gott, jetzt und immer. Thank you.
beten. Guter Gott, die Hirten eilten nach Bethlehem, ein Kind in der Krippe strahlte sie ab. Wir ziehen hinter ihnen her und bitten, wandle uns zu glaubenden Menschen, die ihre Hoffnung auf das neugeborene Kind nie aufgeben. Wandle die Gaben von Brot und Wein zu Zeichen seiner bleibenden Liebe. Das ist unsere Weihnachtsbitte, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria den Erlöser der Welt geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was wir so feiern, ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du uns in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche gestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Taufe wurden wir alle Kinder Gottes. So lasst uns nun das Gebet der Kinder Gottes sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt ihr uns ein Zeichen des Friedens. Das Lamm Gottes, das sie wegnimmt, die Sünde der Welt. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Während der Kommunion hören wir das Lied Quanonas Schete Nino vom heiligen Alfons Maria von Ligur.
beten. Barmherziger und guter Gott, von Engeln haben wir uns sagen lassen, wer das Kind in der Krippe ist, dein Sohn, das freie und schönste Geschenk deiner Liebe. Was die Engel sagen und singen, das lass in uns nachklingen und stark werden, damit wir bei allen Misstönen und Schreckensnachrichten nicht irre werden an deiner Liebe und Treue. Darum bitten wir durch Jesus Christus, das Kind in der Krippe, unseren Bruder und Herrn. Am Ende dieser Feier, liebe Schwestern und Brüder, sage ich ganz besonders Dank unserem Kirchenchor St. Katharina und den Solistinnen Heidi Gottschalk und Janet Klee, die unter der Leitung von Simone Falcone diese Messe musikalisch gestaltet haben. Danke unseren Messdienern und Lektoren, die das ganze Jahr über treu den Dienst getan haben. Ich danke dem Krippenteam, das die Krippe in diesen adventlichen Tagen von Woche zu Woche anders gestaltet hat und in diesem Jahr mitten in der Kirche platziert hat. Das ist ein Geschenk gewesen. Aber auch die Krippe, die die Stadt Herzogenrath in den Pfarrgarten gestellt hat. Ich konnte beobachten, wie viel Freude sie Menschen hier in Kurtscheid gebracht hat. Von hier aus nehmen wir die Botschaft mit, besonders auch zu den Kranken und zu denen, die nicht mitfeiern konnten, dass Weihnachten für uns gesegnete, gute, besinnliche Tage werden und uns wieder neue Kraft schenken für die nächste, nicht einfache Zeit, auch in der Corona-Erkrankung, all dem, was wir in diesen Wintermonaten noch an Opfern bringen werden müssen. Stellen wir alles unter Gottes Segen. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen alle, liebe Schwestern und Brüder, gesegnete Tage der Weihnacht. Wie wir es gewohnt sind, schließen wir diese Feier mit dem traditionellsten Lied dieser heiligen Nacht, Stille Nacht.